Hey ho und willkommen zurück bei Freak Peek und einer neuen Folge Hollow Knight. So, in dieser Folge werden wir runter ins Tiefnest mal gehen. Habe ich ja lang genug vor mich hergeschoben. Ist nicht mein Lieblingsort. Aber inzwischen dürften wir stark genug sein, dass das kein Problem mehr wird. Auf dem Weg dahin werden wir eine Maske einsammeln. Ein Maskenstück. Moment, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier richtig laufe. Ah, ich habe den Kompass nicht um. Ah, ist nicht so schlimm. Da. Runter nach rechts, runter links. Ach, Mensch, wen haben wir denn hier? Mr. Mushroom. Können wir leider nicht verstehen gerade. Aber mal sehen, was er auf Deutsch sagt. Würm beherrscht die Käferwelt, bis Zeit vergeht und Reich zerfällt. Hüte und Panzer lang vergangen, doch Meister Pilz bleibt unbefangen. Ah, ich liebe ihn. Meister Pilz. Oh, das ist fast mein Lieblingscharakter hier, ey. Oh. Ja, den versteht man nur, wenn man bestimmten Talisman anhat. Upsala. Runter. Den gibt es dann, der, wenn man mit ihm geredet hat, verschwindet der. Der taucht an einer anderen Stelle wieder auf. Nicht richtig. Ach nee, ich muss nach rechts. Ich Idiot. So. Ja, wir gehen jetzt. Aua, Mann! Mal, wenn ich was sagen will, werde ich hier aufgehalten, ey. Sollte kurz heilen. Wir gehen jetzt einen Weg, den wir vorher nicht konnten, weil wir noch nicht Doppelsprung hatten. Ist so ein kleiner Geheimweg mehr oder weniger hier. Doch sehen wir auch dann irgendwann einen riesigen Pilz. Na, lasst euch überraschen. Boah, Mann, ich bin zu blöd gerade. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Hier müssen wir hoch. Ja, wir klären hier einfach alles mal. Schlag drin. Mal gucken, ob ich hier alles hab. Ah, hier ist erstmal der kürzere Weg. Da muss ich dann nicht hoch. Ob ich nicht glaube, dass ich hier jetzt sterbe. Und weiter runter. Ganz kurz mal gucken. Ja, alles gut. Hier oben.
Ja, hier könnte man auch bei den Teilen könnte man jetzt was lesen, wenn ich ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, den Talismans Vorschwung heißt der auf Englisch, ausgerüstet hat. Boah. Falsche Richtung. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, ja. Da ist er. Gleicher Würm. Welchen Wert hat es, einen unvermeidlichen Untergang vorherzusehen? No. Oh. Wann bin ich denn so niedrig geworden? Wir wollen ja nicht sterben. Na, und hier geht's runter ins... Mist. Sorry, aber ich brauche euch für Seele. Und da ist es. So, nur noch 3 Stück brauche ich. Hier waren wir übrigens auch schon mal. Das ist, wenn ich hier lang gehe. Ist das der Weg zu den Mantis, Mantisdorf, Mantis Lords, Herren, Herrinnen, keine Ahnung. Die Bosse von den Mantises, das ist Plural, keine Ahnung. Von hier bin ich nicht gekommen. Hier war Cornifer. Hier noch ein bisschen Geo. Mehr Geo. Und noch mehr Geo. Einfach alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch so viel brauchen, aber... Wo gehen wir lang? Gehen wir mal jetzt mal. Auf jeden Fall noch den Kompass. Wenn ich das nächste Mal in der Bank bin, muss ich den aufsetzen. Sonst verlaufe ich mich hier garantiert andauernd. Ich schon. Hey, kann ich runter. Ist ruhig
hier auf einmal. Hier kann ich noch nicht lang. An dir nervt. Da, oh ne, da ist nichts. Sehr schnell hier. Nein. Weiter hoch. Irgendwas mache, erstmal heilen. Tote Käfer. Mann, nervt ihr mich gerade. Oh mein Gott, lasst mich doch mal heilen. Jetzt schon total verloren. Na, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Geh nach oben. Okay, geht. Wie die Pilze will wieder los. Bin ich denn hier? Ach, bei den Viechern. War ich hier überhaupt schon mal? Der Leichnam eines Moostreuners. Ja, ich war hier schon mal. Okay. Es ist die Frage, ist hier eine Bank in der Nähe? Ja, aber ein bisschen weiter weg als gedacht. Gehen wir einfach wieder runter. Hier dürfte auch irgendwann eine Bank jetzt kommen. Wahrscheinlich runter. Da war ich hier. Mann, ich hasse das Tieffest. Ja, hier war ich schon. Ach,
bisschen nerven jetzt. Genau, hier konnte ich nicht hoch. Muss ich hier lang. Dass sie auch springen können. Doch irgendwie nach links gehen können. Mann, ihr blöden Mistviecher. Hier ist wieder. Ja. Na, ich gehe schnell. Zur Bank. Nein! Ach, obwohl, das war gar nicht so scheiße. Hier sind. Nein, es ist nicht. Ich dachte, das wäre eine andere Stelle. Also doch, nein! Der Mushroom, mein Freund. Nein. Brauchen wir denn nicht? Schneller Hieb ist ganz gut, Langnagel eigentlich auch. Und schon Marnstein auch. Geil. Wir bräuchten mal einen neuen Sockel. Oh, ich mache erstmal den Langnagel weg. Nein! Setz dich wieder hin. Sockel her von Grimm. Könnte ganz schnell in den Sockel holen gehen. Ich glaube, ich weiß, wo einer ist. Das Lehrer.
Moment, Moment. Ach, das hört sich hier so... Ah, dich habe ich nicht gesehen. Das hört sich so dumpf an. Sockel definitiv. Putsch. Geht ja schon mal super los. Da lässt man es ab. Mann, lasst mich doch mal hier durch. Heute ist nicht mein Tag, ey. Menschenskinder, lasst mich doch mal hier in Ruhe. Endlich wieder normale Musik. Ton. Kurz heil. Ach, wofür habe ich denn den Sockel geholt? Da sind wir wieder im Deepnest, im Tiefnest. Aua, Mann!
Lasst mich doch mal auf die Karte gucken. Darf ich jetzt? Danke. Weil da runter muss ich. Habe ich kommen sehen. Diese Fallen hier immer. Da ist ein Kumpel. Wir werden es später nochmal sehen. Ja, das werden wir heute wahrscheinlich machen. Fallen sein müssen. Da sind wir in der heißen Quelle. Mal hindessen, um die Map zu aktualisieren. Die Richtung ist die Tram. Tram-Dings haben wir glaube ich auch noch gar nicht. Die holen wir jetzt auch in dieser Episode. Ja, das kann ich jetzt schon mal machen. Sehen, ob ich überhaupt gerade es hinbekomme, einen Boss zu machen. Da ist er wieder, der Kumpel. Auch lustig, wenn man hier die ganzen Leichen. Wie? Traumnagel. Nein. Sicht. Ja, meins habe ich auch gerade gesehen. Da ist er. Da ist mein Gesicht. Oh, die sehen aus wie Zwillinge. Und weg ist er schon wieder. Warst du tot? Der ist, glaube ich, doch nicht davon. Bruder. Das ist auch einer der gruseligsten. Da rennt er. Rennst du denn hin, mein Freund? Einer der gruseligsten Bosse in dem ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Zurück.
Nächster. Okay. Einfach nur, ob wir was können. Oder nicht. Zur Sicherheit haben wir hier ein Traumtor hin. Werden wir hier eingesperrt. Also. Los. Was machst du? Müsstest du doch auch fertig sein hier. Da haben wir es geschafft. Da ist ein Nosk. Ach, Pale Ore hat man den bekommen. Bleiches Erz hat man mit dem bekommen. Kann ich hier raus teleportieren? Es war kein weiter Weg, aber. Wie viel bleiche Erze brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Ich glaube, noch 2 Stück, okay. Mann, lass mich hier hoch. So, das haben wir. Jetzt geht's weiter mit der Untersuchung des Tieffests. Boah. Ist echt noch geschafft. Jetzt kommt auch ein Gegner.
den ich nicht mehr ab kann, ey. Also, mehr oder weniger. Da, die Teile tötet. Die verwandeln sich einfach. Da oben ist auch noch einer davon. Bist du? Komm. Ah, du bist da eingesperrt. Okay, komm. Dann gehen wir weiter nach oben. Ah, man kann mich noch. Könnte mich ja mal heilen. Das Loch da. Kann ich da nicht an die Wand springen? Nee. Naja, ist noch ein bisschen Geo. Hier war ich doch vorhin schon, oder? Ja, definitiv. Gehe wieder zurück. Ja, gehen wir mal hier hoch. Ah, hier sind wir. Okay. Wer ist denn da oben? Ich komme gleich zu dir, keine Sorge. Auch wenn du mir nicht dankst oder so, aber... Ja, halt doch die Klappe, ich komme doch gleich. Okay, hier habe ich alles geklärt. Den kann man hier aus dem Raum übrigens nicht retten. Muss man raus, nach oben raus. Da oben ist eine Bank. Hier wieder rein. Aber muss man aufpassen, weil das ist auch ein kleiner Mini-Boss-Raum. Mehr oder weniger. Weniger ein Mini-Boss, aber kleiner Challenge-Raum. Ich komme her, alles gut. Hey, was machst du da, du unbeholfener kleiner Tölpel? Deinen rostigen kleinen Nagel in der Dunkelheit herumschwingen? Du hättest mich fast getroffen und das wäre dein Ende gewesen, vertrau mir. Ich bin so der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Meine Waffe Lebensende hat schon hunderte von Gegnern niedergestreckt. Verschwinde, sonst bist du der Nächste. Was? Hast du dich in diesem dunklen Gang verlaufen? Ist mir egal. Nein, ich werde dich nicht hinausführen. Wegen meines ausgeprägten Gedächtnisses kenne ich den Weg nach draußen. Aber ich reise stets allein. Verschwinde. Ja, der hat schon... Ego, das gibt's gar nicht. Das Königreich war also ein Versteck für dieses Nest voller tödlicher Raubtiere. Und jetzt ist das tödlichste aller Raubtiere hier.
Große und der Mächtige. Naja, der ist so arrogant, dass der schon wieder lustig ist. Bist du Königsido? Yes. Nein, ey, ich bin doch nochmal gesprungen. Weg ist er schon wieder. So, dann gehen wir jetzt hoch zur Bank. Dann gucken erstmal hier. Na, hier geht es auch noch lang. Zuerst gehen wir aber zur Bank. Noch was für uns. Erstmal ein bisschen Leben holen. Ist noch einer runtergefallen gerade, oder? Da ist er, ja. Ach, hätte dich töten sollen. Da haben wir die Bahnkarte. Die Bahnkarte. Ich hätte auch gedacht, das heißt einfach Trampas, aber. Hier jetzt noch so ist. Was Dunkles. Aua! Oh, ich hab da eine Larve verpasst. Ich glaube, hier geht's weiter. Guck einfach. Viel lange weitergeht. Und schon habe ich kein Dings mehr. Kein extra Leben. Ach, hier ist noch der, stimmt. Galleon. Ich glaube nicht, dass ich sterbe, aber wir machen wieder dasselbe. Ach, jetzt habe ich ihn noch nicht. Ah, ich wollte ihn noch mal kurz nach oben. Drei Leben haben wir jetzt noch extra. Ach, schade. Ich dachte, sein Dings wiederholt sich. Naja, egal. Ist nicht so wichtig. Ja.
Gott, das geht schon. Was ist super los hier? Unglaublich, ich wurde endlich besiegt. So fühlt es sich also an zu unterliegen. Aber trotzdem, ich bin stark, oder nicht? Wenn du unseren König siehst, wirst du ihm doch von meinen Helden berichten. Ja, er hat dich hierher gesandt, um mich zu testen, nicht wahr? Ich wusste, er hat den tapferen Gelgier nicht vergessen. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen, Brüder. Ihr und ich, lasst uns fortgehen von dort gemeinsam. Super, Gelgier, mein Freund. Nur noch 400 brauchen wir. Wieder raus hier. Mal nach rechts zu gehen, vielleicht ist da noch ein Ausgang. Geld kann mir gut sein. Ach egal, gehe ich mal. Na komm, steht auf. Also nicht runter. Wo bin ich? Das läuft mir. Achso, die wie. Mal gucken. Ein bisschen nach oben. Jetzt einfach nur nach links. Da ist er ja. Von oben muss ich wahrscheinlich zu dir, oder? Nee, sieht nicht so aus. Machen wir es ganz einfach. Nein! Da oben rechts war auch noch einer, aber ich gehe erstmal den links machen. So nicht. Weiter. Ich hasse euch. Aua. Ich glaube, 3 hat gereicht. Ah, jetzt sind wir gleich in diesem großen Raum.
Nee. Da war, glaube ich, noch was. Nichts Besonderes. So, jetzt sind wir in dem großen Raum. Erstmal Seele sammeln. Irgendwo hier. Hier war es nicht. Ich komme direkt über. Leider nicht von unten zerstören. Piep. Mann, ey, ihr geht mir auf den Sack, ihr blöden Kühe. Nein, das wollte ich nicht. Toll, ich würde mich eigentlich heilen. Lebst du? Was sieht mir jedes Mal, wenn ich hingehe, ey? Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist nur ein Ei. So ein Fancy. Ei, warum habe ich daran jetzt nicht gedacht? Denkst du an das? Die haben wir schon gekillt. Nicht mit Absicht, aber haben sie gekillt. Naja, doch mit Absicht, aber nicht, weil wir sie töten wollen. Keine Seele von. Ah, ich habe zu spät auf Sprung gedrückt. Da gibt es nämlich auch einen kleinen Geheimgang. Das ist am besten, wenn man ein bisschen Seele hat. Dann kann man einfach kurz einmal von hier einmal rüberschießen. Aber ich habe nichts mehr. Ich hab's gleich. Huch. Oh Gott, der hat mich voll abgelenkt, der da gerade gekommen ist. Geh mal wieder nach oben. Sterbe ich jetzt hier? Und sieht das überhaupt? Ich sterbe hier. Na toll. Ja, wie weit ist das weg? Ein bisschen, ja. Dürfte nicht zu schlimm sein. Holen wir uns schnell unseren Raid zurück. Und Schatten. Ihr Wichser!
Den da oben, den muss ich ja. Bisschen nach oben. Komm her. So, volles Leben. Ich habe keinen Bock. Was. Hey, du bist du. Ja, ich hab ja schon Voltart. Jetzt, da wir jetzt schon hier sind, machen wir das einfach noch. Sich nicht gelohnt. Für die 160 Euro den Handel. Wer bist du? Habe ich auch noch nicht rausgefunden, wer das überhaupt ist. Irgendein Webtyp. Aber was der hier wollte? Naja, es war sein Zuhause. Also schätze ich mal, dass ich einfach eingedrungen bin hier. Gucken, wie wir die Larve befreien. Ich glaube, von hier oben. Befreit. So. Den Rest kennen wir. Da sind wir vom Garten der Königin hier runter, haben hier auch schon ein bisschen geguckt. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Erstmal oben rechts die Larve da befreien. Ich muss mal die Traumtore ein bisschen besser hinstellen. Am besten an einer Hirschkäferstation, dass ich überall schnell hin kann. Wo muss ich hin? Wo? Aua. Mann, stirb doch endlich. Weiter weg, als ich dachte. Jetzt runter. Nach rechts. Jetzt geht das wieder los. Einfach nach oben. Mal gucken. Nein! Ich bin mein Controller in letzter Zeit. Ich drücke immer Sprung, aber da passiert nichts. Na,
Raum müssen wir irgendwo hier. Ah, ist es ja. Die sind auch lustig. Hier. Aber mal gucken, wenn man den Traumnagel anders. Er ist anders. Und wie anders ist er? So anders. Mimik. Der auch. Okay, ist der perfekte Beispiel. Der sagt, er hört sich nicht nach einer Larve für mich an. Der sagt, zu Hause. Irgendwas. Dich. Und dich lassen wir hier sterben. Nein, das würde ich niemals machen, meine Maus. Geh nach Hause, mein Süßer. Kommen die noch, wenn die tot sind? Traumnagel? Nee. So, das haben wir erledigt. Gut. Die einzige Sache, die mir jetzt noch für Tiefnest einfällt, ist, wir gehen runter, nochmal in die heiße Oase da, in die heiße Quelle. Gehen nach links. Oh. Das ist genau. Bin ich? Ach, bin ich dort. Nach raus aus dem Raum. Jetzt runter. Nein! Ich bin in der... Hasse es. Ach, die tut gut, die heiße Quelle. So, zuerst gehen wir mal nach gucken, was man hier ist. Der Leichnam eines Grabhüßlers. Sonst war. Ach ja, doch, hier ist auch noch was. Hätte ich fast vergessen. Ist nix, da kommen wir gleich raus. Hier. Die Atmosphäre hat sich geändert. Merkt schon so ein bisschen hier hinten. Um hier zu überleben, braucht man den, hat vergessen, wie er heißt, Schattenumhang.
kriegt man nämlich scharfer Schatten. Ein Talisman dafür. Da, wenn man dann durch Feinde mit dem Dash geht, kriegen die Schaden. Das wird jetzt auch ein Spaß. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Also, so klappt, wie ich gerade bin. Ach komm. Als der immer manchmal so schnell laufen muss. So viele. Hat Sly davon noch welche? Kann sogar sein. Das war's hiermit. Ach. Sag mal. Bescheuert. In die Richtung. Die Tram, genau. Ja, ich glaube, das war's soweit mit Tiefnest. Ich will mit einem Spaltbahngrad einstecken. Ja. Rein, setzen wir uns mal hin. Dann den leuchtenden Knopf drücken. Wie lange ich überhaupt schon aufnehmen? Oh, schon ein bisschen. Das ist schon über eine Stunde jetzt gut. Was machen wir? Na, gehen wir noch eins weiter. Wir werden da noch kurz ein paar Kleinigkeiten machen. Hier haben wir keine Larven mehr. Keine Ahnung, warum ich mich wieder hingesetzt habe. Hier sind wir jetzt an der Grenze des Königreichs. Aber wie ihr seht, ganz unten links. Hier waren wir also noch nicht. Hier werden wir dann einfach das nächste Mal weitermachen. Wir werden dann auch wahrscheinlich ein paar Mal von Bienen gestochen werden und so. Naja, lasst euch überraschen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei Hollow Knight und vorher wahrscheinlich morgen beim Mittwoch, bei unserem Creepy Mittwoch, mal sehen, was wir da machen. Und Sonntag beim Sonntagsstreamchen. Aber naja, ansonsten dann bis zum nächsten Mal bei Hollow Knight. Tschüss.